Guten Morgen, wir sind auferstanden. Guck mal, wir liegen noch in diesem Zelt drin und jetzt gleich Sachen rausräumen, dann einmal Kaffee machen, dann Zähne waschen, den Wagen wieder zusammenbauen, einpacken und dann Wanderung Tag 3 Start kommt. Wir sind hier mit Ziege auferstanden und ich habe hier mein Solarpanel hier ausgepackt mit meiner, wie heißt das Ding, mit meiner komischen Powerbank dran. Weil, guck mal, das soll mal zugehen. Aber guck mal, hier ist die ganze voll cool Wetter da oben. Da scheppert der D3 runter, das ist voll geil. Und deswegen habe ich das hier so ausgepackt erstmal. Und jetzt werde ich erstmal Kaffee machen. So, währenddessen wir abwarten, bis dann gleich Kaffee kocht, werden wir beide ein Guten Morgen Bier trinken. Richtig, auf den letzten Tag. Heute ist was Spezielles. Und deswegen trinke ich heute mal ausnahmsweise morgen ein Guten Morgen Bier. Geprost. Voll Fettwetter. Akne. Kann ich immer wieder betonen. Draußen im freien Kaffee zu saufen, ist immer voll cool. Und weil oben die Sonne voll cool scheint und hier die ganze Zeit D3 am Rumscheppern ist, da habe ich meinen roten Fummel ausgezogen, meinen Bierpower Tanktop. Extra damit noch mehr D3 Schepperung zu mir rankommt. Jetzt schon am Morgen oder. Na, wir haben jetzt gerade Spätvormittag. Ich hab lange geschlafen, wie immer. Weil der D3 vom Himmel so geil scheppert, werde ich jetzt hier so ein bisschen Sonnencreme drauf machen. Bevor dann vielleicht irgendwann dieser komische Sonnenbrand mich angreift und sowas. Wisst ihr? Ja, das ja beim letzten Mal gesehen, bei dieser, wie heißt das Ding? Wo ich das erste Mal im Tarp gepennt habe. Wie viel Sonnenbrand ich am Ende hatte. Und da habe ich kein Sonnencreme drauf gemacht. Weil ich das irgendwie, weiß nicht. Ich habe das irgendwie vergessen. Und mir ist auch viel zu spät aufgefallen, dass ich dann plötzlich Sonnenbrand hatte. Hier, Sascha, also dieser Grundstückbesitzer, den auch diesen Zelt hier gehört und wo wir in diesem Zelt auch heute Nacht nächtigen konnten, der hat uns freundlicherweise noch ein paar Sachen bereitgestellt, also hier Y-Food, Energy Drink, Beefy Roll und Nico hat auch ein paar Sachen bekommen. Sehr nette Geste, vielen, vielen Dank dafür. Und auf die nette Geste werde ich jetzt darauf am Beefy Roll essen, als zum Frühstück. Das Wetter ist so cool zu uns, dass ich jetzt das letzte Bier, was ich in meiner Kühltasche dabei hatte, ganz entspannt hier unter dieser Sonne hier trinken tue. Bevor ich dann Zähne putze und wir dann Sachen komplett zusammenpacken und losgehen. Geprost! Guckt euch mal diese Vollfettfliege an, die jetzt gerade an meiner Isomatte da rumkrabbelt. Die ist bestimmt schon sehr oft auf Scheiße geflogen und hat das gegessen und sowas. So, wir haben das gemacht, was wir gemacht haben. Und die Sachen sind gepackt. Müll ist hier drin. Wir haben versehentlich Heu hier reingemacht gestern Abend. Das ist irgendwie von den Schuhen dahin gefallen.
Aber das habe ich vorhin sauber gemacht, selbstverständlich. Und jetzt Wanderung Tag 3 Start kommt. Wir sind gestartet und jetzt laufen wir erstmal nach Richtung Varell oder wie das heißt. Weil in Varell, da gibt es Biergeschäfte, damit ich gleich dann Bier kaufen kann und noch mehr Sachen. Und der hinter mir, der braucht doch Wasser oder so. Guck mal, hier hängt so ein Schmetterling oder wie das heißt, hier an meiner Hand rum. Das ist hier runtergeflogen und das sitzt jetzt hier. Guck mal, was wir endlich gefunden haben. Hier, Mülleimer. Das heißt, ich kann jetzt diesen schweren Müllsack, der mich die ganze Zeit genervt hat, hier reinschmeißen. Der Müllsack ist zu fett. Ich werde erstmal die Kamera abstellen und dann reinwerfen. Weil mein Müllsack viel zu fett war, um da durchzupassen, brauchte ich zwei Hände, um das reinzumachen. Und ich habe das geschafft und deswegen habe ich meine Kamera kurz abgestellt, um das zu schaffen. Und jetzt ungefähr noch 10 Kilometer, bis wir bei Varell oder wie diese Ortschaft heißt, oder Varell, keine Ahnung wie man das ausspricht, angekommen sind. Weil in Varell, da gibt's Biergeschäfte. Da kann ich neues Bier kaufen gehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das liegt am Wetter und dass wir draußen gepennt haben. Aber ich fühle mich irgendwie so, als ob ich gestern nichts getrunken hätte. So ungefähr. Cool, oder? Das heißt, ich kann später noch mehr Bier trinken. Wenn da Abkühlung wichtig ist, gönne ich mir jetzt mal eine Abkühlung. Einfach nur geil. Wir laufen jetzt die ganze Zeit so einen Weg mit Schwierigkeit durch. Weil guck mal, dieser Weg, der ist so sandig und so weiter. Und das stört den Wagen hier rumzuziehen. Deswegen ist das ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, noch mehr Weg mit Schwierigkeit. Mit ganz viel getrocknete Grasen und sowas. Das ist voll scheiße, hier diesen Wagen hier rumzuschieben. Das nervt mich. Das kostet immer extra Kraft. Oh scheiße, die Google Navigation, der hat uns irgendwo nirgendwo hingeschickt. Weil hier, das ist alles abgezäunt und abgesperrt und so weiter. Jetzt sind wir ganz, ganz vielen Weg, diesen Weg mit Schwierigkeit, vielleicht umsonst gelaufen. Aber wir laufen jetzt ein Stück zurück und vielleicht finden wir dort doch irgendwie noch einen Weg, der zum Beispiel über die Gleise geht oder so. Aber ansonsten, wenn wir Pech haben, müssen wir dann den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Bis zur nächsten Straße und dann von dort aus irgendwie weitergehen. Das ist ärgerlich. Das mögen wir nicht. Google Navigation zeigt uns die ganze Zeit nach diese Richtung lang. Aber hier vorne sind voll Hochgras und Google Maps, der zeigt uns die ganze Zeit an, dass wir diese Richtung hinlaufen müssen. Aber hier ist gar kein Weg. Und hier ist alles zugewachsen und hier drunter ist ein, wie heißt das Ding, ein Graben mit Fluss drin, mit Flüssigkeiten, hier mit Wasser und sowas. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg mit Schwierigkeit wieder zurücklaufen, bis da hinten, wo dieser Traktor da hinten rumfährt. Da ist ein weiterer Weg, da gehen wir dann danach lang. Bis dahin müssen wir wieder zurücklaufen. So, wir sind jetzt gerade aus dem Weg mit Schwierigkeit, also von dort kommen wir gerade. Wir sind hierher gelaufen, zu hier. Hier ist so ein Asphaltweg. Und ich glaube, wir laufen jetzt nach da lang und prüfen, ob Google das erkennt, dass wir da lang laufen und uns dann die Richtung nach da lang irgendwie folgen lässt. Anstatt nach da lang, wo es überhaupt nicht mehr weitergeht. Das ist ärgerlich. So, wir laufen jetzt die entgegengesetzte Richtung. Weil ich habe nochmal auf Google Maps nachgeschaut und diese Richtung hier vorne, die ist richtiger als die andere Richtung. Die führt uns viel eher zu diesen Varell oder Varell oder wie diese Ortschaft heißt hin. Wir machen jetzt gerade hier in dieser versifften Bushaltestelle so ein bisschen Pause und ich esse mein allerletzter von zu Hause geschmierter Käsebrot.
wir haben fertig pausiert und jetzt weiter zu gelaufen. Die Fliegen nerven. Wir sind am Rumlaufen. Wir sind gerade in dieses Jethausen oder wie diese Ortschaft heißt, drin. Eingedrungen. Ich glaube, von hier aus vielleicht noch 3 Kilometer, bis wir Varel oder wie diese Ortschaft heißt, erreicht haben. Wir sind gerade in dieser Ortschaft hier, Streeck oder wie das heißt, angekommen. Das ist eine Ortschaft vor Varel. Und keine Ahnung, ich glaube zwar nicht daran, dass diese Ortschaft hier Biergeschäfte hat, aber wer weiß das schon. Vielleicht hat diese Ortschaft Biergeschäfte und wir können gleich da reingehen. Aber falls nicht, dann laufen wir durch diese Ortschaft durch und dann bist du auf Varel. Und dort, wenn wir dort angekommen sind, dann finden wir Biergeschäfte zum Bierkaufen gehen und noch mehr Sachen. Cool. Oh Scheiße, diese Ortschaft hat keine Biergeschäfte gehabt. Aber guck mal, da drüben, da bei diesem Schild, da steht drauf 1 Kilometer bis Varel. Wir sind in Varel angekommen. Das heißt, wir begehen uns auf der Suche nach Biergeschäften innerhalb dieser Ortschaft. Wir haben erfolgreich ein Biergeschäft gefunden. Das heißt, jetzt Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Ich brauche, glaube ich, nur Bier und Wasser. So, wir haben jetzt Bier und noch mehr Sachen gekauft. Also ich habe für mich hier 3 Träger. Ich dachte mir, vielleicht Wasser woanders aufzufüllen, vielleicht bei der Tanke oder so. Also diese leeren Wasserflaschen, was ich hier dabei habe. Richtig, und ich habe einmal Cola und dann habe ich einmal Beck's Eis, schön für die Kühlung, und ein vierstes Durstlöscher. Durstlöscher. Jetzt erstmal diese ganzen Sachen einpacken. Obwohl, weil ich fast gar kein Wasser mehr da hatte, habe ich mich doch entschieden, irgendwie drei dieser Flaschen hier zu kaufen. Stilles Wasser. Und einmal so ein Zucker. So zwischendurch essen. Die ganzen Bierflaschen, die sind jetzt hier eingepackt. Und guck mal, hier liegt überall Müll rum von uns. Und hier ist nirgendwo irgendwie ein Mülleimer oder so. Hier gibt's keinen Mülleimer. Das heißt, ich muss diesen ganzen nervigen Müll in dieser Mülltüte reinmachen und den ganzen nervig die ganze Zeit auf meinen Wagen transportieren. Aber darauf werde ich erstmal ein Bier öffnen. Zum Bier trinken. Geprost. Geprost. Wir haben jetzt Müll aufgesammelt und hier hingehangen. Und jetzt durch Varel durchlaufen, Start kommt. Ich habe hier einen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt den Müll, den ich hier reingemacht habe, ich will eine Tüte sparen. Mache ich das so raus, kann ich die ganzen Müllsackinnereien da in den Mülleimer reinstellen. Das mache ich jetzt. Wir haben Famila gefunden. Nico, der möchte dort einmal einkaufen gehen. Ich habe noch genug, glaube ich. Deswegen werde ich da nicht mit einkaufen gehen. Ich bleib dann deswegen hier draußen und passe dann einfach auf unsere Sachen auf. So, ich habe mich hier auf diesen Stein hier hingesetzt und trinke ganz genüsslich Bier und warte darauf, bis Nico von Famila dann zurückkommt und dann wieder zurückgekommen ist, dann weiter zu gelaufen. Nico ist zurückgekehrt. Ich bin ausgedrungen aus Famila. Wir laufen jetzt nach Richtung Dangas oder wie das heißt. Das sind ungefähr 7 Kilometer von hier. Und wenn wir dort angekommen sind, dann sind wir an der Nordsee dran. Das machen wir. Dann können wir diese ganzen
Flüssigkeiten angucken. Und vielleicht springt man da auch rein. Guck mal, da drüben ist McDonald's oder wie das heißt. Ich dachte mir, dass ich uns beiden so ein bisschen was ausgebe. So ein paar, keine Ahnung, ein kleinen Snack oder so etwas. Zum Fressen und sowas. Ich glaube, das mache ich jetzt. So, ich habe für uns McDonald's Sachen gekauft, damit wir es gleich essen können. Ich bin gerade dabei, auf unsere Sachen aufzupassen, weil Nico, der ist jetzt gerade dabei, die Toilette von McDonald's zu bescheißen. Und deswegen warte ich darauf. Und wenn er dann wieder zurückkommt, McDonald's fressen stark kommt. So, Nico ist von der McDonald's Toilette bescheißen zurückgekommen. Das heißt, weil sein Magen leer ist, weil er das ausgeschissen hat, muss er das wieder füllen. Das ist ganz wichtig. Und ich fülle auch meinen Magen. Damit ich später auch vielleicht scheißen kann. Aber ich weiß noch nicht, ob ich später Analabfall machen tue. Weiß ich noch nicht. Danke nochmal an Naturi fürs Ausgehen. Kein Problem. Richtig Hauptsache, korrekt. Man fresst zusammen. Ist so. Wir haben aufgefressen. Aber aufgrund dessen, weil wir aufgegessen haben, würde ich sagen, jetzt erstmal zu Dangas oder wie diese Ortschaft heißt, hinlaufen, Start kommt. Ich glaube noch 7 Kilometer oder so. Wir machen hier kurz Pause. Weil guck mal, ich habe mir einen Wolf eingelaufen. Also sprich, weil mein Sack so fett ist, hat das die ganze Zeit gegen meinen Oberschenkel da rumgescheuert. Diese Oberschenkel-Innenseiten da. Und weil da ist so wenig Platz dazwischen. Und das schmerzt die ganze Zeit, dieses Gescheuer. Und ich kann heute nicht mehr so viel laufen, leider. Ja, hier, guck mal, voll Fettsonnenbrand. Auf jeden Fall wenn wir in Dangas angekommen sind, schwimmen gehen erstmal für die Kühlung. Es muss unbedingt kühlen. Guck mal, ich habe hier Müll in den Händen. Weil hier Mülleimer gefunden. Ich kann die hier reinschmeißen. Und guck mal. Ich habe hier noch mehr Müll drin. Ja, die hier, die stelle ich dann irgendwie zur Seite. Genau hier hin. Ach, die kann ich auch dann zur Seite stellen. Genau, damit jemand das aufheben kann. Wir sitzen jetzt schon wieder an einer Bushaltestelle, weil mein Wolf, der fräst sich immer stärker durch. Und das tut weh zwischen den beiden. Da den Innenseiten von Oberschenkel, das nervt mich. Und deswegen habe ich hier, wie heißt das nochmal, Hirschteig. Ich werde hinter der Bushaltestelle mich damit diese Stellen hier einschmieren. Zur Wolfsverteidigung. Und wenn ich dann diese Wölfe verteidigt habe, dann wird das extrem heftig brennen. Ich kenne das. Das ist so schmerzhaft dann. Aber wenn ich das dann mit einer Pause dann durchstanden habe, dann weiter zu gelaufen, bis nach Dangas oder wie das heißt. Und dort Nordsee anzugucken. Aber ich werde mich jetzt erstmal damit einschmieren. So, ich habe gerade Wolfverteidigung gemacht. Und ich werde jetzt erstmal ein Bier trinken. Das zeige ich euch nochmal. Ja, genau, zum Bier trinken. Und weil ich jetzt Wolfverteidigung gemacht habe, haben wir, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde oder so, hier eine Pause gemacht. Weil das hat einfach so heftig gebrannt gehabt eben gerade. Das war... das hat Schmerzen gemacht.
Das hat sich genauso angefühlt wie als wenn ich mich in Brennnessel reingesetzt hätte. So ungefähr. Das war unschön. Das gefällt mir nicht. Aber gut, jetzt habe ich mich erholt. Und jetzt ein Bier trinkend weiter zugelaufen. Bis nach Dangas. Ich glaube noch vielleicht, weiß ich nicht, 4,5 Kilometer oder so bis dorthin. Und dann sind wir dort angekommen. Cool, oder? Skulptur gefunden. Hier. Wisst ihr, was das ist? Wir wissen, was das ist. Ihr sollt das in den Kommentaren schreiben, falls ihr auf die Idee gekommen seid, was das sein könnte. Das müsst ihr machen. Das verpflichte ich euch. Hier, 2 Kilometer noch und dann sind wir bei Dangast angekommen. Beziehungsweise bei Nordseebad Dangast. Und Dangast ist diese Ortschaft, was an der Nordsee ist. Und da in dieser Ortschaft, weil ich hab immer noch diesen scheiß Wolf und ich kann einfach nicht so viele Kilometer machen heute. Das schmerzt einfach zu dolle und außerdem sind wir sowieso weniger als 20 Kilometer von Wilhelmshaven entfernt. Und von daher denke ich, das ist in Ordnung, wenn wir irgendwie in Dangast irgendwie pennen. Irgendwo draußen. Und Wilhelmshaven werden wir morgen so oder sowieso irgendwie erreichen. Guck mal! Voll Fettkäfer! Und so viel Fett dran hat dieser Käfer! Das ist so ein richtiger Vollfettkäfer! Ich hab euch Vollfettkäfer gezeigt! Wir sind in Dangast angekommen. Das heißt, weil wir hier angekommen sind, noch wenige hundert Meter und dann sind wir beim Strand. Und dann können wir da reinspringen und Wasser angucken und sowas. Und wir sind jetzt gerade hier an diesem Strand, oder wie das heißt. Hier ist dieser Nordsee. Und wir wollten eigentlich da reinspringen. Aber dieser ganze Wasser ist hier weg. Das ist voll scheiße. Das nervt uns. Das mögen wir nicht. Das Wasser muss hierher kommen. Aber hier in der Nähe pennen wir auf jeden Fall heute Nacht. Wattwanderung ist auch nicht mein Fall. So, weil, guck mal, das da ganz hinten, dieser dunkelblau, wo Regen und sowas kommen wird. Wenn man näher zu uns kommt, machen wir uns jetzt auf den Weg zu nach da drüben hin, weil da drüben ist ein Unterstand. Und deswegen laufen wir da hin, damit wir da drunter rumsitzen können. Das machen wir jetzt. So. Guckt euch mal diese ganzen Wolken hier vorne an. Das kommt immer näher dran. Und wir sitzen hier gerade genauso rum. Unter so einem Unterstand. Damit wenn da gleich Wasserabfall runterläuft, dass wir hier in Trockenen bleiben. Und hier, guck mal. Nico hat Kontakt mit Sascha geknüpft, also ihn, wo wir heute Nacht gepennt haben, auf sein Grundstück in seinem Zelt. Und Sascha wird uns gleich so ein bisschen Begleitung leisten, also der wird mit dem Auto herfahren und der sollte, glaube ich, jeden Moment ankommen oder so, oder in den nächsten Minuten auf jeden Fall. So, langsam dunkle kommt und wir haben Sascha getroffen. Sascha möchte sich nicht zeigen, was vollkommen in Ordnung ist. Aber wir machen jetzt klar einen Spaziergang nach dorthin, wo es besser ist, wie wir eben gerade da waren. Das machen wir jetzt. So, wir sind mit Sascha hier gelaufen. Der hat uns hier hingeführt. Das ist ein Unterstand, der weniger von Passanten genervt wird, wie dieser Unterstand, wie wir jetzt drunter sind. Und guck mal, wenn ich dich hier hinstelle, hier ist die ganze Zeit Regen und so weiter, was mich nass macht. Da kommt nass runter. Das ist flüssig, das ist feucht.
Und das Ding haben wir uns hier drunter gestellt. So, Sascha ist mittlerweile nach Hause gefahren und wir sind jetzt hier. Und genau hier an dieser Stelle werden wir heute pennen. Das werden wir heute machen. Ja, das Wetter ist auch jetzt so. Also das Wetter hat sich mittlerweile auch gelegt. Es war ja eigentlich Gewitter angesagt für Damias, aber ja, ich sehe kein Gewitter. Es hat einmal geblitzt heute. Und geregnet hat es auch, aber es hat sich gelegt. So, wir werden uns langsam schlafen legen. Von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Hier, meine Laufschuhe, die ich hier auf dem Rennsteig so viel geschändet habe, die werde ich heute nochmal anziehen, damit da noch mehr Schuhbeschädigung reinkommt. Und um zu prüfen, wie viel Kieselsteine in meinen Hacken da reinfällt.